Minecraft Dear Wars ist ein Projekt von The Joecraft, bei dem vier Teams aus 8 Spielern für eine Charity ihrer Wahl antreten. Noreax ist ein Team Gelb, zusammen mit Wichtiger, Fabo und diesen weiteren Herrschaften. Alle Zuschauerspenden während dem Projekt werden in einen Topf gezahlt und in Form von Diamanten unter den Spielern aufgeteilt. Die Teilnehmer erhalten diese Diamanten für Eliminierung gegnerischer Spieler, für das Gewinnen von Events, wie zum Beispiel als Erster ans Drachenei zu kommen, für das Gewinnen von Bau-Events und durch Custom-Events. So viel zu den Regeln und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, aber das Dorf ist todesweit weg, ne? Ja, aber lass da Dia-Rüstung schon ich trotzdem traden. zum Dorf? Überworld. Lass uns das Dorf richtig hochleveln und schön Diamantenrüstung und dann und Tools. Lass richtig geil produktiv sein, hört ihr das? Ja, Mann. So wie die letzten 3 Monate. Bruder, ich habe in den letzten Monaten mehr gemacht als du. Also okay. Erlebmäßig. Ich habe so viele geile Sachen erlebt, die, Digga, die wird mir nie mal nehmen können. Digga, du warst 2 Monate in Köln und eine Woche in den USA. Nein, Digga, Bruder, ich war auch noch woanders, aber darüber kann ich nicht sprechen. Ah ja, okay, ja klar. Wirklich. Hat das was mit meiner Mutter zu tun? Nein. Hör mir mal kurz zu, es ist eigentlich echt schlau, wenn jemand ins End geht und da farmt. Ah, du meinst End City? Ja, mit Elytra und so. Ja, aber es ist ja, Mike, wollen wir bei der End City looten? Lass machen! Nein, aber ich kann halt nicht, ich habe 68 Level. Ich mach, ja, Digga. Mike und ich gehen hin. Aber es ist nicht ausmart, das den Villager-Ding schon so einen Trader zu machen da? Ja, ja, aber wir aber müssen Mike, halt ein paar Leute da reinbauen, sonst... Lass Mike, das ist kein Portal, oder? Aber geht in eine Richtung, wo noch keiner war. Wir können, Leute haben sich schon rübergebracht zum neuen End, mit Holz, hab ich gesehen. Ja, ja, aber baut in eine andere Richtung, uns, wo noch keiner war. Wollen wir uns dann hier noch Holz mitnehmen? Lass machen. Jo, hier ist Dorf. Wir müssen aber so um unendliche Essensquelle noch kümmern. Ah, Mann, jetzt müssen wir dieses eklige Villager... Veto, baust du Hotel? Okay. Okay. Wir müssen halt, ich hol nochmal Eisen und so. Ich kann auch Laufbursche spielen so. Ja, in Hotel. Wenn ihr was braucht, sag Bescheid. Wir brauchen halt Villager-Hotel und dann ist chillig. Ich brauche einen Grund zum Leben. Oh, hier direkt bei dem ist ein Spawner gewesen. Du brauchst einen Grund zum Leben? Bruder, kann ich dir nicht helfen. Hey Lora, jetzt kannst du dich noch an den Kassierer erinnern in Berlin. Also, was habe ich bei dir gekauft? Sag mal, schreib mal in den Chat, was ich mit dir gekauft hab. Okay, ja, ich kann mich erinnern. Ja, Bruder, ich erinnere mich. Ich weiß ja, du bist Bruder, klar. Bruder, klar, Digga, Bruder. Aber alles andere, was da war, ist streng geheim, bitte. Haha, bitte, bitte, Rewe, bisschen so. Also, Bruder, bitte, bisschen so, weißt du? Digga, ist das krass. Aber so, Digga, ist auch, Digga, du Opfer. Bruder, ist es so random? Digga, ich kauf da so, ich hatte halt was gekauft und er, dann, ich denk mir so, ja, chillig so und auf einmal, er sagt so, bist du nicht Ding? Ich dachte mir so, oh, ja, Bruder, Digga, oh. Oh, Bruder, oh. Aber korrekter Typ. Ich fand stabilste Rewe-Mitarbeiter. Aber ich, wär die Rüstung-Trades nicht auch cool einfach, so für mehr Rüstung einfach? Machen wir doch. Okay, gut. Und warum sind die dann am End? Die, achso, für die Elytra? Elytra. Okay, tamam. Aber checken die, dass sie nur Elytra holen müssen und nicht die End-Cities looten? Ich geh kurz rüber. Die können die ja auch looten. Ey, Leute. Ey, Leute. Letztes Jahr war das richtig krank mit Chorusfrüchten. Wir haben so unsere Base so 20 Blöcke dick gebaut, Villager und alles, damit man sich nicht mit Chorusfrüchten zu unseren Villagern tippen konnte, weil die umgebracht haben und so. Jetzt ist halt die Frage, bauen wir das jetzt auch richtig bunker-safe, dass uns ja nichts passieren kann? Ja, safe. Aber kann man einfach reingehen und jetzt Villager töten, oder? Du könntest jetzt einfach rübergehen und die Villager töten, aber das ist halt eigentlich asi und macht man nicht so. War... aber Digga, du weißt mit was für Leuten wir hier zocken. Ja, kann sein, dass die jetzt hier rüberkommen und unsere Villager töten. Kann ja, aber passieren jetzt, ja. Können wir... Ja, aber eigentlich sollten die Ich weiß aber nicht, mit welchen Leuten wir zocken. Ja, Bruder, Digga, das ist die Skywars ekelhafte Elite, die mit allen Wassern spielt, Bruder. Naja, weiß ich nicht, genau. Aber unser Dorf ist halt bei Chords, was sie eigentlich nicht ohne Stream checken könnten. Also, wenn die jetzt direkt. Weil, wenn die jetzt so also, die Chords aus dem Chat nehmen, dann ist halt tot, weißt du? Kristall? Sag mal ehrlich, warum bist du live gegangen, Marcel? Ja, kein Geld mehr, oder? Real Talk ist ein Mysterium, warum du live bist. Hä, Digga? Das ist halt mein verfickter Job. Ist das Bankkonto? Ja, die letzten 3 Monate war es ja auch nicht dein Job. Digga, Bruder, du wirst es genauso machen. Dein Konto leer oder was? Nein, also, du weißt schon. Oh nein, das Konto leer. Ich sag mal. Ich hab einfach. Ist doch fünfstellig, sag mal. Was für fünfstellig? Bruder. Ich noch nie war fünfstellig. Ich hatte noch nie fünfstellig. Was laberst du? Du hattest einen Monat 30.000 Twitch. Oh.
Mindestens. Hast du überall rumgeschrien, Digga? Hä? Hast du überall rumgeschrien, Digga? Revi hat mich auch schon lange. Digga, hä? Was laberst du, Mike? Revi hat mich, mich 20 Minuten lang ausgequetscht und geschafft, hab ich's einmal gesagt. Danach nie wieder. Geil. Nee, also ich kann auch. Also ist nicht mehr fünfstellig, oder was? Ich glaube, Digga, das Ding ist, ich musste halt 15.000 Euro an die Krankenkasse zahlen. Das ist doch krass. Komm, leg das. Du wohnst zu Hause, du bist nein, nein, eben nicht. Wegen NCD! Warte, Mike, zahlst du keine Krankenversicherung selber? Bruder, ich hab keinen Plan von diesem ganzen Scheiß. Der wird so gefickt noch, Digga, der muss so dick nachzahlen, das wird so geil. Was laberst du, Digga, hä? Wie alt bist du? 18, 19. Und du, wie viel verdienst du mit deinem Zeug? Ey, wir müssen mit dem hier trainen, wenn der Manning hat. Warte mal, du hast die Krankenkasse gezahlt. Ich mach das ehrenamtlich, ich halt die Krankenkasse. Du bist so gefickt, Bruder. Nein. Bruder, pass auf, bis die Nachzahlung kommt. Ich muss halt übertrieben viel. Aber er ist minderjährig und wohnt noch zu Hause, Digga. Ja, ich doch auch. Du bist Digga. 3 Jahre Digga, älter, du bist irgendwie wie Digga, ich musste mit 19, 15k an die Krankenkasse sein, du Hurensohn. Haben wir noch was? Ja, aber warum denn? Erklär mal, warum. Sobald du, Digga, wenn du unter 18 bist, sobald du so selbstständig dein eigenes Geld so verdienst mit Gewerbe und so Shit, wirst du halt voll genommen. Das ist auch bundeslandabhängig, oder nicht? Bro, ich bin mir relativ sicher, dass ich alles richtig mache, wenn ich 16 bin. Ja, aber pass mal auf mit Krankenkasse, wenn du da irgendwann kommst. Bei mir kam es auch irgendwann an, wo ich Wolle genommen. Ja, Bruder. Und das hat viel gezogen und ich muss halt jeden Monat 1000 Euro Krankenkasse, das ballert. Digga, wichtiger muss doch, wenn er selbstständig ist und auch 18, er muss doch Krankenkasse zahlen. Oder? Das ist doch Pflicht. Dann kann ich Familienversicherung. Ich war auch familienversichert, aber irgendwann hat die das bei mir gecheckt, die Krankenversicherung. Ja. Digga, er wird über Wolle genommen. Nee, Familie geht auch. Ich war in Familie, aber wenn du halt dein eigenes Geld und so verdienst und gutes Geld verdienst, wie Mike wahrscheinlich, was er tut, dann wirst du komplett hochgenommen. Top dafür Prime im 7. Also wirklich, Digga, du bist komplett gebachbert. Ich hab grad Rücksprache mit dem Chat abgehalten. Mike, du bist am Arsch. Warum? Ja, egal. Leg nur, ich sag nur, ja, leg aber bitte Michi, Geld. Du hast ja einen Steuerberater, oder nicht? Aber, guck mal. Oh, ja. Für welchen Zeitraum musst du es zahlen? Also, sobald du, glaube ich, dein eigenes Geld verdienst und auch über einen Mindestbetrag kommst. Ja, aber Bruder, ich verliere Mann, dann müsste doch, ein 14-Jähriger, der Zeitung austrägt, auch 400.000 Euro Krankenkasse nein, zahlen. Nein, du Hurensohn, der 14-Jährige ist ja auch nicht selbstständig, sondern der Typ, der zahlt Krankenkasse. Dann hast du dich falsch ausgedrückt. Aber was hast du überhaupt für, hast du ein Unternehmen oder was ist so ein Nein, ein Kleingewerbe. Oder Gewerbe, halt so normal, glaube ich. Okay. Fittiger ist im Ausland. Idiot. Nein, Bruder, ich sag, du lachst jetzt so, aber ich sag, wenn du gefickt wirst, Bruder, du wirst du sehen. Bruder, ich werde nicht gefickt, Ende. Na gut. Du ich frag auch später, ich hab Angst. Ich würde wirklich, aber wirklich Geld zur Seite legen, Bruder. Bruder, denkst du auch, ich hab irgendwas ausgegeben davon, ne? Ja, nee, aber halt, weißt du, wäre einfach smart. Ja, ich glaube, wichtiger ist da hinterher, Digga. Was heißt das hinterher? Dass du dich darum kümmerst. Du bist nicht dumm, oder ich? Der irgendwie in 3 Monaten 30.000 Euro ausgibt. Oder verdient, haha. Na, das schon, aber. Also, hast du auf jeden Fall mal. Nee. Laberst du? Ganz sicher nicht. Safe. Ich hab noch nie in meinem Leben in einem Monat 30.000 Euro verdient. Was laberst du, Digga? Oder was machst du nicht. Falsch? Du machst irgendwas falsch, Digga. Nein, Digga. Bist du dumm? Safe hast du. Nein, wann denn? Wir haben doch schon mal drüber geredet. Haben wir? Oder einer lügt, einer lowballt hier. Digga, deine Prime-YouTube-Ding da. Ja, was war da? Ja, weiß ich nicht. Viertes Schiff. Geil, Feister. Mann. Du bist der Beste. Ja, Mann. Sag es, Celtic, sag es. Super, Feister. Hä, warum sagst du das? Was machst du da? Was sagt er da? Stimmt, Wichtiger, du kannst mir mal die Eier lecken, Digga, mit deinen Badline-Cosmetics und deinen Minecraft-Videos. Wie viel hast du? Egal. Ich hab letztens geguckt, was ich all-time Badline verdient hab, die Fick-Scheiße, Alter. Ja, sag mal. Was glaubst du? Ja, ne? Ich komme knascht, wenn ich das sage, Digga. Sag ich nicht. Du Bruder, du hast mit Badline über 100k safe. Ja, 100% über 100k, du Hurensohn. Nein, Bruder, nein. Doch. Badline läuft nicht so viel ab, das stimmt nicht. Aber geil, dass man da keine Rechnung mehr schreiben muss. Verdienst du noch was von Badline, sag mal? Veto, sag mal, verdienst du noch was von Badline? Das ist meine Haupteinnahmequelle. Digga, was? Nein, ehrlich? Das ist krass, Bruder. Ist Badline deine Haupteinnahmequelle? Badline als Main-Einnahmequelle. Veto ist vierstellig noch, ja, ne?
Digga, Veto ja, haut. Jeden Monat kommt da so ein, kommt die Krankenkasse halt rein. Digga, Veto haut. Digga, Veto haut 8 Anime-Camps im Monat raus für die Krankenkasse, Digga. Digga, oh Veto mein Gott. Auf dieser Badline-Training-Seite immer zu sein, damit die Leute Anime-Camps kaufen. Das ist so Dopamin immer da. Dann guckst du jeden Tag, Digga. Ja, die Cosmetics in der Woche, Digga. Ey, Veto, kannst du wieder 500 Euro an kleine Streamer spenden oder so für mich? Mach das wirklich mal, Digga. Nee, ich hab's einfach nötig. Ey, weißt du, was wir heute machen, Heiko? Eine Raid von Vaughn! Nein, Eier lecken! Ah! Rausschneiden! Nein, Heiko! Ah. So, ich hab gestern das hier gefarmt. Bruder, Jungs. Gestern irgendwie, die anderen waren full Netherite nach einer halben Stunde. Ich hab das hier nur geschafft, weil ich musste mit Hui und Heiko hier alleine arbeiten. Weil Hugo und Wichtiger sich geweigert haben, mitzumachen. Da, wir haben genug getrollt. Aber heute machen wir OP-Stuff. Oder heute mit Gras. Heute hau ich Leuten aufs Maul, oder? Ich check ein bisschen Stuff farm und dann zack, zack, bam, 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 oder? Meine Mission heute ist... Oh, der wurde gelevelt? Oh! Geilomatico! LPM Käfig vermisst dich. Norax Offline Bingo, 22. September, 16. 9. September. Jo, also, Bruder, also du musst nicht nur Monate, einzelne Tage schreiben, du kannst auch schon die ganzen Monate einfach hier reinschreiben. Ey, danke Lars, bester Mann. Lars, mein Opa, wollte. Was machen wir jetzt? Kann ich hier einen Villager neu machen? Ja. Oh, tamam. Wir machen so. Ich brauche kurz Holz. Oh, bitte. Oh, ja, Trapdoor. Zack, eingesperrt die Sau. Oft live? Ja, ich bin jetzt wieder oft live. Ich werde jetzt die nächsten Tage jeden Tag. Digga, ihr könnt den ganzen Tag nur eins gucken. Bitte nimm doch Job an. So, aber jetzt erstmal geiles Villager-Gaming. Endlich wieder Stream zu lurken. Digga, Patron, wo bist du? No joke. Kurze, traurige Geschichte. Ich hab Patron privat per DM auf Twitch angeschrieben, als er eine Weile nicht hier war und hab gefragt, wo er ist. Also nicht, weil ich, also nicht, weil keiner zugeguckt hat so, sondern einfach so, weil, also ich hab ihn vermisst. So, ist die, also. Warte, ich kann euch die DMs zeigen, warte. Digga, guck mal. Oder wie. Das ist das Traurigste, was ich je gemacht hab. Digga, wo bist du? Lebst du noch? Bruder, er war auf einmal nicht mehr da. Er war jeden Tag da, auf einmal nicht mehr. Und ich bin guter Streamer. Natürlich erkunde ich mich, Bruder. Ey, yo, ich komm mal wieder vorbei. Hab gefühlt den letzten Tag. Er hat nicht mehr gefühlt, Bruder. Und da war mir klar, ich muss was ändern. Deswegen bin ich 3 Monate offline gegangen, weil Patron nicht da war. Channeling tot. Curse of Vanishing tot. Guck mal, so ein guter Streamer bin ich. Ich sorg mich richtig um euch. Na, ich glaube, es gibt einige, die ich schreiben würde. Habe ich Kini sogar auch mal geschrieben? Oh, Digga, Blast Protection, Digga, bitte. Sharpness 5 für 31! Tamam macht, Tamam, wir sind drin. Ey, warum sind wir so fell auf? Ja, Digga, weil keiner was. Du warst gestern nicht da, Hugo hat nichts gemacht, Wichtiger hat nichts gemacht, Feister hat League of Legends gespielt. Ich hab was gemacht gestern! Schimmer, Bruder, alles gut, Digga. Weißt du, wir sind später auch nicht da, oder? Wir sind später auch nicht da, ne. Was macht ihr später? Wir holen uns gegenseitig einen runter. Ja! Wer als erstes kommt, hat verloren. Nein! Was ist dieses Diamantenkrieg 2? Also, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Und es ist ja ein Charity-Projekt. Also Charity-Projekt. Wir sammeln, jedes Team sammelt für eine Hilfsorganisation Geld. Und das Ding ist, immer wenn wir andere Teams töten, kriegen wir von denen deren Diamanten. Und Diamanten sind hier die Währung für Charity-Geld. Also heißt es, jedes Mal, wenn ich jemanden aus einem anderen Team töte, nehme ich einer Charity-Organisation Geld weg. Geile Sache eigentlich, oder? Das klingt doch übergeil. Oder? Das ist doch der Hammer. Also, W. Kommst du mit nach Amerika? Bruder, du hasst mich. Warum soll ich mit nach Amerika kommen? Okay, check. Ja, hast du einen Punkt. Das wäre, Digga, das wäre der lowste Trip aller Zeiten. Die ganze Zeit schlechte Laune. Ah, ich sterbe! Der Trip geht, wenn es hochkommt, 72 Stunden. Ja, Digga, die Hölle. Ich bin letztens erst nach Amerika zurückgeflogen. Das war so anstrengend. Ich hasse das. Hattet ihr Business oder so? Nein, wahrscheinlich gebe ich Geld für extra Komfort aus. Ich habe das gezahlt bekommen. Ja, aber auch so. Wir hätten ja upgraden können mit unserem eigenen Geld. Aber ich würde niemals, ich glaube, in einem Flugzeug. Also ist das dieses so, das so einfach normal sitzen? Ja, und ich sag, also ich will aber jetzt das, nicht. Das war nicht so schlimm.
Also, ja, für dich, du bist ja auch ein Lütterbube so, nein, aber. Nein, für dich auch. Na, ich fand das überunschillig teilweise. Den Flug? Ja, ich sag, Fabo wird keine gute Zeit haben. Okay, Heiko, denkst du, am Donnerstag, mitten unter der Woche, ist ein Flug voll von Frankfurt nach Dallas? Ja, also nicht voll, aber schon belegt. Der Business ist nicht so arschteuer, dann würde ich sagen, gönn dir. Aber bei uns hätte er leider irgendwie arschteuer. Ja, also ich glaube, bei uns... Ich nehme sogar nur Rucksack mit, Digga, weil ich werde nicht mal Wäsche mitnehmen. Digga, er geht ein Outfit, er ist so stinkend in diesem Minecraft-Labyrinth. Ja, klar. Ich hoffe, zwei Unterhosen, zwei Socken, zwei Shirts, da sind so andere Hosen. Da sind gerade so krasse Stürme. Ich hoffe, Digga, Bruder, Sturm hittet so da, wo du gerade bist. Und dann musst du so irgendwie so eine Woche da chillen mit dem gleichen Outfit, Bruder. Du bist so gekauft. Nee, wie redest du? Das ist dein Freund, der Arme. Nein, Digga, ich wünsche dir auch den Tod. Digga, hä? Was für den Tod? Was? Chill doch mal. Ja, du hast gesagt, du wünschst dir, dass mich so ein Sturm hittet, Digga. Nein, dass du nicht fliegen kannst und am Flughafen leben musst eine Woche, Digga. What the fuck? Wow. Bruder, Alter, übertreib. Bruder, Alter, übertreib. Digga, Jungs, das war nicht so gemeint. Ihr wisst doch, ich kenn mich doch. Ich bin immer noch sauer auf den Matcha-Latte-Inzident in Amerika, Heiko. Heiko hat das sogar gerepostet. Was denn? Warte, welche? Nein, nicht das. Ach so, das. Ach so. Nein, es geht um... Ach so, ich dachte... Nee, es geht oder Heiko und ich, wir waren so in irgendeinem... Digga, wir mussten so ganz doll auf Klo. Und wir sind so zu drei Starbucks gefahren, die alle zu waren. Und wir so, ach scheiße, Digga, wo alles kacke. Dann haben wir irgendwann einen Starbucks gefunden, der offen ist. Und sind halt da reingesteppt, aber ich musste so doll auf Klo, dass ich schon Klo gehen musste. Aber der Starbucks hatte kein Klo. Und dann meinten die, ja, da drüben ist ein Hotel, geh da auf Klo. Und das war irgendwie so ein Ritz-Carlton-Hotel, bla bla bla, bin hingegangen. Das war so dreist. Oder wir sind in so einem Starbucks Downtown und die schicken uns ins Ritz-Carlton. Danke, Weini, für Klo den Klo, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, Digga, beim Rausgehen sage ich ihm so, bitte Matcha-Latte, nicht Eis, aber kalt. Bruder. Ich komm zurück, dann steht da ein kleiner Matcha-Latte mit extra viel Eis. Bruder, ich dachte, jetzt ist over, ich wurde Wolle genommen. Alles war scheiße. Er hat sich richtig gefreut über seinen Prank, Digga, aber sagt mir so, nee, ich hab noch einen anderen, alles gut. Digga, als ob der so richtig breit lächelt. Mann, der hat so breit gelächelt, der war so gefreut, Bruder, und dann meint er so, ja, Bruder, ich hab noch einen zweiten bestellt, keine Sorge. Und dann kommt der zweite an, Digga, ein heißer Matcha-Latte. Ich trinke das, ich habe noch nie einen heißen getrunken. Digga, das schmeckt wie Seetang, Digga. Das schmeckt so eklig heiß. Ich habe fast gebrochen. Ich konnte beide nicht richtig trinken. Ich hab dir gerne deine zwei Getränke bezahlt, ja. Oder Heiko, ich weiß du vom Herzen. Du undankbares Schwein. Nein, Heiko, vom Herzen danke so. Aber du weißt doch, Digga, das war nichts. Das war wirklich... Doppelwolle genommen. Bruder, das war einfach nicht nur... beabsichtigt. Das war eine Hochnahme vom Weizen. Nee, er hat sogar probiert. Jemand hat gerade gesagt, nächstes Mal mischen. Er hat sogar probiert, die dann. Er hat so einen Schluck warm, einen Schluck kalt genommen. Ja, ich dachte, ich könnte es irgendwie retten. Aber das hat es irgendwie nicht besser gemacht. Und dann habe ich vorm Ritz-Carlton, weil wir uns da hingesetzt haben, meine Eiswürfel von dem einen in den warmen reingeschüttet, aber dann ist alles übergelaufen und alles war voller Matcha-Latte. Da habe ich den einfach stehen gelassen und weggegangen. Ja, ich habe Sachbeschädigung in Amerika begangen. Was wollt ihr tun? Wir sind hier gerade im Ritz-Carlton und wir dürfen nicht einchecken, weil Eis Matcha Latte verschüttet wurde. Wir gehen jetzt nicht in den Farm-Chat. Irgendwie, ich glaube, ich habe sehr Probleme mit Schweiß. Also, lass dich aus. Warum? Nein, mir wurde kommuniziert so. Oh nee, wie erkläre ich das jetzt? Nee, ich kann das nicht erklären. Erklär. Ich kann das jetzt nicht erklären. Ich kann das nicht, also geht nicht aus. Komm, erklär. Duschmittel. Mann, nein, es geht nicht um, dass ich nach Schweiß rieche oder so, oder dass ich, wenn ich unterwegs bin, schwitze, das tue ich kaum. Aber so, wenn ich so im Bett liege und so nachts, Digga, ich schwitze so extrem manchmal. Ist das so, weil ich Albträume hab, Digga? Vielleicht. So, ich bin so, ich wach so nass geschwitzt auf. Also ich hab das, glaube ich, nur, wenn ich Albträume hatte, ja. Nur bei Albträumen, auch so teilweise, wenn ich so im Bett liege, so Decke und so, alles chillig, auf einmal, boom, ich schwitze. Was ist passiert? Warum? Durch was? Einer schreibt, ja, Weed-Entzug. Ich rauch keinen Weed. Und das ist schon seit ich Kind bin, okay. So. Hast du super angefangen? Nein, Digga, mit dem Schwitzen, ja. Die feiert jetzt so komisch. 3 Wochen kein Wodka Juneberry. Ja, okay, das war's.
Vollmond, wie geil! Ich fahr mir so einen ab hier. Heiko wird zum Wolf. 16. Oh! Oder wir waren bei Universal Studios, einmal bei so einer Horror Night. Und da war irgendwie so eine Talkshow. Da neben uns war ein Typ, der die ganze Zeit so gejault hat. Oder der war so besoffen, der war so drauf. Statt applaudieren, hat immer so gejault. Der Typ war ich. Der Typ war ich. Das war Marcel, ja. Ich hatte so Angst vor dem irgendwie. Baller mit MK. Hui, kannst du Beatboxen? Nee, kann ich leider nicht. Was kannst du? Wie bitte? Mach mal. Nee, ich kann nicht. Mach es. Nein. Oder du musst. Bitte, mach mal. Nee, das ist mir uns so. Ich kann das nicht, nein. Nein, Bruder, dann mach mal den. Warte, ich mute dich kurz, ich teste kurz, warte. Hä? Nein, ohne muten. Nee, hab ich auch nicht hingekriegt. Ich kann das nicht. Mach jetzt. Hui, bitte. Ich kann nur, so Butz, die Katze und sowas, so Standard. Nein. Nein, no joke, wenn du jetzt nicht Beatbox, dann kicken wir dich aus dem Team. Was sagt er da? Oder? Das ist Mobbing. Ja, willkommen in Minecraft. Warte. Ab. Was ist denn jetzt, bist du dran? Wie fandet ihr? Stark. War gut. Nein, das ist voll unangenehm. Bei mir könnte ich das scheiße an. Mach jetzt. Ja, jetzt ist alles kacke. Was ist jetzt los? Ich hab gestern so ein Edit von Joecraft gesehen, wo ihr Where's My Money gemacht habt. Where's My Money? Ja, das war fatal. Und Joe war sehr traurig. Jetzt habe ich Angst, dass es von mir morgen auch so ein Edit gibt. Zeig mal, wo ist das Where's My Money Edit von Joe? Ich wollte das. Das habe ich hochgeladen. Das war von mir, glaube ich, actually. War traurig, ehrlich? Ja. Das hat Tobi hochgeladen, ja. Where's My Money? Die Projektleitung, Hobbs, das war das letzte Projekt für Ui. Ja, scheiße. Joe, machst du mit? Was soll ich machen? Im Endeffekt, du checkst es gleich, Fang an. Okay, wer ist ganz oben? Ich seh's grad nicht. Feister ist oben. Fang an, Feister. Das gib mir mein Money. Hey! Yeah! Oh, stark, okay, stark, stark. Okay, wen ist gemütet jetzt ich? Ja, jetzt du. Das gib mir mein Money. Hey! Jetzt. Jetzt wichtiger. Just give me my money. Hey! 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 Just give him a money. Yeah! Okay, jetzt Joe. Just give him the money. Ist ja doof. Das hätten wir nicht machen können. Digga, Bruder. Er macht Ghost Edit auf Joecraft. Ich fand's nicht. Ihr seid doof, Digga. Der arme Bruder, der arme. Oh. Habt ihr auch mal gecheckt, was die anderen Bücher sind, zum Beispiel beim Mending-Arzten? Habt ihr eigentlich mal gecheckt, wie die Regierung uns systematisch seit einigen Jahren verarscht? Das auch. Aber ich... Die Leute wollen es halt nicht wahrhaben, Bro. Die checken nicht, die ganzen Schlafschafe hier. Wacht auf. Heiko. Mann. Heiko, wach auf, Digga. Ey, ich bin schon lange wach. Okay, was ist so eine These von dir? Real Talk. Seitdem ich das gesehen habe, dass es in China wirklich Drohnen gibt, die aussehen wie Vögel. Ich glaube an die... Es gibt in China Vögel, die aussehen wie Drohnen? Ja, die verkaufen die da sogar. Mann, es gibt Drohnen, die aussehen wie Vögel. Es gibt Drohnen, die aussehen wie Vögel, Digga. Ja. Ich brauche mal ein Bild, bitte. Ich suche. Mann, wir haben jetzt wieder auf jede Taube eingehauen. War ein Gag, war ein Spaß. War es nicht. Ja, Taube, komm her! Taube! Zeig mir deine Mikrofone. Oh, wo ist deine Kamera? Taube, hau dir das an. Digga, was? Ich werd gleich rot. Ja, das meine ich ja. Okay, aber man checkt schon, dass das kein Vogel ist, Digga. Das sieht eher aus wie ein Fisch, Digga, irgendwie. Hä? Wenn das in der Luft ist? Hey, wir haben Donnerstag Feiertag. Ja, Bruder, ich sag ehrlich, da müssen die noch ein bisschen dran arbeiten. Wie viel das oder so? Ich kann doch Beatboxen. Ich hab doch Pech gerade, ich hab auch Essen bestellt, ich hab 20. Was hast du bestellt? Eine Dönerpizza, Tamam. Boah, Dönerpizza. Boah, ich bin von Essen bestellen, ich hab noch 18.
Ich will von Essen bestellen auf diese, wie heißt diese Marke, wo man so einfach was so tiefgefroren in die Pfanne macht und das Brei abbreitet? Von Roster, oder? Froster. Ja, Bruder, Froster ist so OP, Digga. Das ist zwar ein bisschen Froster teuer so. Kostet halt, ne? Ja, ja, aber ich glaube, ich bin mit Froster billiger, als glaube ich, wenn ich bestelle. Weil ich muss immer so 30 Euro mindestens bestellen wird. Ja. Oder die Sachen sind so geil, Digga. Bro macht ein bisschen zu viel Prosta-Plays mit dir gerade. Nein, Digga, Bruder, Leute, bitte. Der Pinguin auf der Verpackung, ich liebe ihn! Leute, das ist der eine aus der Dicke da aus dem Zoo. Gut, das ist Skipper. Kowalski? Wer ich aus Pinguin aus Madagaskar? Da vape keiner. Hä, macht gar keinen Sinn. Sorry, ich war. Wie heißt dieser Private? Kleine Dicke? Du bist nicht dieser kleine Süße. Nein, nee, Private ist der Süße, oder? Private ist Heiko, Heiko, Digga. Nein, Digga. Hey, kann ich nicht Kowalski? Nein, Heiko ist dieser lange, ja, Kowalski. Ja, Heiko ist Kowalski. Yeah. Ja, nicht, der nicht redet, oder nicht? Ich bin Safe Skipper, Bro. Skipper, ja, der nicht redet, ne? Boss. Nein, Rico redet nicht. Nein, Rico ist der. Rico, stimmt. Rico ist der Verrückte. Bruder, ich bin Skipper, Bruder. Ich sag, du bist Rico, Bruder. Nein, Digga, was für Rico? Ich sag, du spawnst immer so einen kleinen bunten Stab mit einer Batterie drin. Nein, Bruder. Rico ist 1-2 Sogo, sag ich auch. Du weißt, der Kalkulierarzt, ne? Ja. Ja. Ja, geil. Ja. Heiko, Analyse! Nämlich. Mein, der Fuß, der tun will. Morty. Lutsche Heiko, meine Fuß. Du von Hui die Füße massieren lassen? Warum denn von Hui jetzt speziell, Digga? What the fuck? Bin ich dieser hier, wie heißt er nochmal? Wenn ich Maurice? Ich bin Maurice. Maurice? Nee, Maurice ist der schlaue Dicke. Nee, wie heißt der kleine Butchi? Mord? Ja? War es Mord? Mord war der kleine. Ja. Aber wie viele gibt's denn? Ich dachte, das sind so vier oder so. Mann, das sind keine Pinguine. Oh, da ist nicht in der Lore drin, Digga. Nee, null. Nee, null, Digga, Bruder. Kein Bock mehr. Null, bin zu alt für die Scheiße. Damals gedacht, Mord ist komisch, heute denke ich wie er. Mord ist der normalste. Wir relaten alle. Mein Mordskock. Okay, wie finden wir jetzt heraus, wie man Netherrüstung macht? Wir sind zu dumm. Wahrscheinlich steht's im Discord und wir lesen uns einfach nicht durch so, aber... Voll nervig. Oh, Digga, das hat Macht. TJ, komm ran. Ja. Digga, wo ist Heiko? Ich hab auch geschrieben, Joe, warum bist du nicht gekommen, als ich gefragt habe, ob du kommst? Hab ich nicht gelesen. Digga, Bruder, Joe, nimm mich doch die Wolli, Digga. Joe, ich dachte, wir sind Homies. Ja, Bro oder Homie, entscheid dich. Ja, Bros, wir können auch Bros sein, wenn du willst. Sind wir eigentlich schon per Du? Weiß ich nicht, Herr Norix. Oh, Bruder, er macht so. Nee, wir haben eine Frage, Joe. Okay. Wie geht's dir? Boah. Noch gut. Krank zu sehen. Und wir haben. Läuft alles. Das ist sehr schön. Wir haben noch eine Frage. Mhm. Wie funktioniert das mit Netherite? Wir haben es nicht verstanden. Indem man die Templates, kann man quasi mit allem außer craften, wo man einfach nur Diamanten drumherum machen muss. Also, warte, stopp. Mit Emeralds, allem? Emeralds. Nee, mit Emeralds? Emeralds, Emeralds-Blöcke. Emerald-Blöcke waren das, stopp. Oh. Blöcke? Ja. Ja, das war die Frage, die wir hatten. Geil. Okay, danke schön. Okay, Tobi, viel Spaß euch noch. Haut rein. Danke, auch. Danke. Where's my money? Wir sind cooked. Ich muss Gold farmen und noch gehen, Digga. Gold farmen und Emeralds. Ich hätte noch 2 Stunden brauchen für Full Netherite und dann kämpfen. Scheiße. Sinn. Könnt ihr mir Gold leihen? Was kriegen wir dafür? Ich würde ein bisschen Geld an Charity spenden. Oder willst du kein Charity unterstützen? Willst du nicht für den guten Zweck was sammeln? Er macht Riesen hier, Junge. Er macht schon wieder Riesen, wirklich. Wie viel Gold möchtest du haben? Ich muss das nochmal kurz im Kopf durchrennen, wenn ich wieder hab. Wie viel Gold brauche ich für Vollrüstung und 2 Dings? Immer 4, oder? 4, 8, 16. Ich brauche gar nicht so viel Gold. Ja. Hab durchgerechnet, ich brauche gar nicht so viel Gold. Ich brauch kein Gold. Ja, wunderbar. Also hab voll verkackt gerade. Okay, nee, aber war ein schönes Gespräch, danke dir. Ja, also, dir dann viel Spaß euch noch. Ja, danke dir auch. Tag noch, so, also. Viel Spaß im Stream oder so. Hoffe, Wetter ist gut bei euch. Also, so, ja. Ja. Hat jemand von euch noch Gunpowder? Ja, ich hab zu Hause unten noch was. Im Wohnzimmer. Nein, der Verfassungsschutz! Papa, nein, nicht das Feuerzeug! Das war ein Spaß!
Papa zu keine Zigarette im Wohnzimmer an. Boom! Ich kann nicht mehr. Kennt ihr das, wenn euer Vater das ganze Wohnzimmer in die Luft jagt? Normal. Amina, oh. So goddamn true. Mach das nie wieder. Amina, Bruder, jetzt erstmal 20 Jackie-Dosen. Ich glaube, ich werde mit dem Nachbarn heute Morgen, morgen früh mal nicht mal einen richtig geilen Streich spielen, bevor der zur Arbeit geht. In den Briefkasten kacken. Nee, besser. Ich werde eine Papiertüte holen, da reinkacken, die anzünden, klingeln und dann vor die Tür legen. Das ist ein Klassiker. Oder Ehrenmann. Auch geil, ich werde um 4 Uhr morgens heute mit einem Zahnstocher rübergehen an die Nachbarsklingel und die da reinstecken. Digga, Bruder, der ist so gefickt. Digga, stell dir mal vor, Bruder. Du wachst auf, es klingelt durch. Digga, du gehst raus und da ist so ein scheiß Zahnstocher drin. Und an dem Zahnstocher ist so eine kleine Flagge dran. Mit so einem Smiley. Digga, gefickter wie ihn. So, jetzt geht's hier aber mal richtig los. Jetzt wird hier mal richtig einer gecraftet. Tamam, okay, wir könnten jetzt uns voll Rüstung machen und das machen wir auch. Achtet, Jungs, achtet. Bam, bam. Bam, bam. Und jetzt wissen die Leute auf dem Server. Ich bin Leute, da. Yes, welcome in debris. Leute, ich bin da. Und jetzt werden Ärsche versohlt. Marcel, du musst callen, ob kranker Call ist. Ich mache mir extra blaue Rüstung, damit die denken, dass ich in deren Team bin. Nee, dass die denken, du bist von AfD, Bruder. Scheiße. Ja, krasser Call, Digga. Die werden deinen Danke. Gelben Nameplate nicht checken. Nee, oder? Nee. So, ich bin kampfbereit. Hä, ich hab 200 oder zu viel gefarmt. Okay, dann hab ich jetzt halt mehr. Wer hat mich verarscht von euch? Ihr Pykov kriegt den Netherite, Digga. Kannst du knicken. Hä? Sorry, Heiko, Digga. Kannst du wirklich abschminken.